Hallo meine lieben Löwen und Löwe-Aszendenten, ich begrüße euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich möchte jetzt mal gucken, was bei euch im Dezember los ist. Einiges habe ich natürlich schon ein bisschen gesehen, ganz klar. Habe für euch vorgemischt und alle Neuen unter euch begrüße ich natürlich auch ganz, ganz herzlich. Ich hoffe, es geht mit euch in Resonanz. Denkt bitte daran, dass es eine allgemeine Legung ist. Das heißt, es kann und wird auch nicht unbedingt auf jeden zutreffen. Wenn es wirklich absolut überhaupt nicht mit euch übereinstimmt, dann lasst es bitte einfach weiterziehen. Und schaut euch aber sonst an, dann auch nochmal euren Aszendenten an, wenn ihr ihn wisst. Ist auch sowieso immer grundsätzlich wichtig, die vielleicht auch beide miteinander zu binden. Es sind natürlich noch einige andere Sachen. Planeten, sag ich mal, die oftmals auch eine Rolle spielen. Aber mit den meisten geht es zum Glück immer in Resonanz, sag ich mal. Da bin ich immer ganz froh drüber. Ich kriege tolle Nachrichten von euch. Da bin ich auch immer heilfroh drüber. Da freue ich mich wirklich drüber, weil das bestätigt mich auch in dem so ein bisschen. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir legen mal los. Ich habe das jetzt mal, bin jetzt darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich das so wirklich von der Bildeinstellung her, ich muss zwar dann immer so ein bisschen um die Kamera herum arbeiten, sag ich mal, aber so könnt ihr das Kartenbild einfach am besten sehen, ne? So, dann fangen wir mal an, und zwar mit dem Seelenorakel. Ich muss mich jetzt mal hier seitlich so ein bisschen hinsetzen und wollen wir mal schauen, was da los ist, was das Universum uns so für euch, ja, oder was das Universum euch mitzuteilen hat für den Dezember 2020. Und zwar haben wir hier das Feuer. Ich muss mir mal eben hier kurz mein Bildschirm anders drehen. Dann sehe ich nämlich auch, was ich da aufnehme. Dann, ich will die Sonne jetzt nicht aussperren, aber die blendet mich gerade voll ins Gesicht. Aber ich wollte einfach mal, jetzt gerade scheint mal die Sonne, das ist doch gut. Und dann haben wir hier eben gesagt, das Feuer für euch. Ja, und das Feuer habe ich schon mal beim anderen Sternzeichen als zweite Karte mit dabei gehabt. Das Feuer möchte euch eigentlich sagen, dass ihr alle eure Ängste, Nöte, die ihr habt, Schmerzen, Sorgen, die in deinem Leben oder in letzter Zeit, sag ich mal, für ein bisschen starr und alles, was so starr und kalt geworden ist, aber auch oberflächliche Sachen, einfach, sag ich mal, in die Flammen geworfen werden sollen. Das heißt, hinter euch lassen sollen. Zünde eine Kerze an und übergibt alles den Flammen. Was schmerzhaft geworden ist, wo ihr einfach sagt, nee, das kann ich jetzt nicht mehr oder ich kann das nicht mehr ertragen oder ich kann das nicht mehr sehen. Übergebt das doch einfach mal dem Feuer, dem Universum, damit es verbrannt wird und auch weg ist für euch, ne? Und vor allen Dingen, damit es sich dann wandeln kann, damit es vorwärts gehen kann, ne? Ihr seid ja auch ein Feuerzeichen und von so her ist das natürlich eins eurer Elemente, ne? Und ja, setzt dein Leben in Flammen, damit auch etwas Neues entstehen kann. Darum geht es nächsten Monat, das zu bearbeiten, mal darüber nachzudenken. Jetzt gucken wir mal, was die Weisheitskarten der Seele euch zu sagen haben. Da haben wir hier die große Weite. Ich zeige euch mal die Karte. Ich habe mir jetzt auch extra so einen Kartenhalter hier besorgt. Ich glaube, den sieht man hier gar nicht, ne? Ich mag den mal hier hin, damit ich euch die Karten hier reinpacken kann. Ich hoffe, ihr könnt es dann einigermaßen sehen. Wir packen jetzt mal hier die große Weite hin. Kann man das einigermaßen sehen? Ich mache mal so ein kleines Stückchen nach oben. Moment, die Einstellung mal ein bisschen ändern. Ich glaube, dann könnt ihr das besser sehen, ne? Dann stecke ich die mal, die großen, packe ich dann jetzt mal hier mit rein. Ja, also die große Weite. Sie steht da auf dem Fels, guckt in die Ferne, sagt, bringt eure Einzigartigkeit in der Welt zum Ausdruck. Zeigt, was ihr könnt und wer ihr seid. Ne? Und es werden da Möglichkeiten für euch kommen.
Oder findet doch einfach mal heraus, welche Möglichkeiten euch das Leben bietet, ne? Denn es steht euch jetzt alles offen. Ihr habt nämlich da mehrere Möglichkeiten, ne? Die Karte sagt auch, dass du in der Lage bist, praktisch deine Träume wahrhaft auch in Erfüllung gehen zu lassen. Deine Ziele sind in Sichtweite. Denk einfach mal und guck mal über den Tellerrand rüber, über den diese selbstgesetzten Grenzen, die ihr euch praktisch gemacht habt, sich mal hinzustellen und einfach mal über den Horizont hinaus zu gucken, einfach mal über den Tellerrand zu gucken, sage ich ja das immer dazu, auch mal andere Sachen in Betracht zu ziehen, was ihr noch machen könnt. Oder was könnt ihr vielleicht auch noch ändern dabei, ne? Erlaube dir ruhig neue Träume, größere Visionen von irgendetwas. Anstatt immer auf der Stelle zu treten und sagen, ja, ich will eigentlich, aber ja, ihr müsst euch auch mal in Bewegung setzen. Ich drücke das jetzt mal so aus. So, als zweite, also es sind zwei Karten gefallen, da ist der Mondenschein gefallen. Die hatte ich jetzt auch schon, ich glaube, ein oder zweimal sogar, oder einmal auf jeden Fall in diesen Kartendecks drinne, in den Legungen. Ich hoffe, man kann das so sehen. Ich finde das ja ganz witzig mit diesem Bogen. Habe ich mir extra geholt, weil da liegen sie nicht mehr offen auf dem Tisch, sondern man kann sie dann eben auch beiseite stellen und man sieht es aber eben trotzdem. Ja, der Mondenschein. Mond steht immer für Gefühle, Intuition. Davon sollt ihr euch führen lassen. Keine Zweifel vor allen Dingen daran haben. Versuchen mal zwischen den Zeilen zu lesen, also nicht das, was offensichtlich da ist oder da steht, sondern auch mal zwischen den Zeilen zu sehen und zu lesen, sagt euch diese Karte. Und ihr werdet damit Erfolg haben, das sagt ja dieses Feuer auch. Lasst einfach mal das hinter euch, was nicht mehr zu euch gehört, wo ihr einfach nicht mehr mit leben könnt, was euch nur Kopfzerbrechen und Nöte bereitet. Also öffnet euch. Es werden vielleicht dann noch Zeichen kommen im Dezember. Da solltet ihr mal drauf achten, wenn ihr wiederkehrende Zahlen seht. Oder ja, manchmal sind es Bilder oder irgendetwas, wo man Gefühl hat, das habe ich schon mal irgendwie gesehen. Also hört da ruhig auf eure Intuition. Kann ich euch nur sagen. Das teilen die Karten hier auch mit. Ich hole die mal so ein bisschen weiter vor. Ich nehme mir die hier einfach mal, die lese ich euch dann gleich vor, beziehungsweise ich zeige sie euch dann gleich, so dass ihr hier die Karten auch noch schön sehen könnt. Dann muss ich das demnächst noch mal ein Stückchen tiefer machen. Da muss ich mir aber dann eine andere Kamera, weil ich das auf dem Stativ stehen habe, jetzt die Kamera, sonst müsste ich vielleicht das nächste Mal noch ein bisschen, ihr seht hier auch den Fuß, noch mal ein bisschen tiefer stellen. Ah, die optimale Kameraeinstellung finde ich schon noch. Wir arbeiten dran oder ich arbeite dran. So, dann haben wir bekommen aus eine Engelsbotschaft und zwar der Engel des Trostes. In schweren Zeiten ist dein Engel ganz nah bei dir. Bitte ihn, dich mit seinen Flügeln zu umfangen, um dir so Geborgenheit zu schenken. Sei zuversichtlich, dass dein Herz und deine Seele bald wieder geheilt sind, ne? Die Botschaft deines Engels. Du bist nicht allein, denn dein Schutzengel ist immer an deiner Seite. Sei dir seiner Hilfe stets bewusst und spüre, wie Hoffnung und Zuversicht in deinem Herzen erwachen. Genau, also da tut sich was. Sehr schön. Dann haben wir von den Einhörnern die Botschaft. Seelenerfüllung. Strebt praktisch nach dem, was ihre Seele jubeln lässt. Also alles, was dich glücklich macht, wenn du daran denkst. Ne? Danach sollst du streben. Wir gehen jetzt auf Weihnachten zu. Ich weiß, einige haben mit Weihnachten gar nichts zu tun. Ich mag Weihnachten eigentlich sehr gerne. Nicht wegen des Weihnachtsfestes selber, sondern man sieht die Familie mal wieder. Nur ist das bei uns, also hier, wo ich wohne, werden ja jetzt auch in Corona-Zeiten wieder etwas gelockert. Ich glaube, unser Land oder Bezirk hier, sage ich mal, Schleswig-Holstein bin ich ja, hebt sich da ja von den anderen ein bisschen ab. Da habe ich natürlich Glück.
obwohl wir jetzt auch Heiligabend, was ich jetzt vorhab, sag ich mal, jetzt nicht so viele Leute sind. Ne? Also man hält sich dann da ja doch schon ein bisschen zurück. Ja, aber streb eben nach deiner Seelenerfüllung. Was erfüllt deine Seele? Und danach solltest du auch handeln, beziehungsweise eben auch danach suchen, das hinzubekommen. So, meine Lieben, ich hänge jetzt das, was ich jetzt mache, zwischendurch rein. Das habe ich nämlich vorhin vergessen, diese Karten, und die sind wichtig für euch. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Aus dem Mondorakel sind für euch 3 Karten gefallen, die ich euch ganz gerne zeigen möchte, die euch auch noch mal darin bestärken sollen. Wir haben hier einmal: Ein Neubeginn steht an zum Neumond. Und das ist ja gleich, sagen wir mal, Anfang Dezember. Dann haben wir hier den Neumond im Steinbock. Harte Arbeit zahlt sich aus. Und ihr selber, Neumond im Löwen. Selbstvertrauen ist der Schlüssel zum Erfolg. Das wollte ich euch nur noch mal mitteilen, um euch da drinnen zu bestärken. Ich danke euch. Bis dann. So, dann habe ich hier aus dem Krafttier-Orakel den Tiger, die Begeisterung. Unbändige Kraft ist in dir, entfessle sie, lerne sie zu lenken. Mut und Durchsetzungskraft werden dir jetzt geschenkt. Mit dem Feuer zusammen, ne? Hier. Denn die habt ihr, meine lieben Löwen. So, ich lasse die jetzt mal hier so stehen, ne? Obwohl, ich kann sie hier auch an die Seite packen. So, und dann gucken wir mal so, was bei der Liebe so los ist. Vielleicht Hinweise irgendwie, es kann immer auch verschiedene Sachen sein. Wir haben hier einmal, hab Vertrauen. Vertraue darauf, dass dein Herz gut aufgehoben ist, und höre auf zu zweifeln, was Liebesdinge angeht. Für die einen von euch. Also wie gesagt, das können auch manchmal mehrere angesprochen sein. Dann haben wir hier noch: Hast du einen heimlichen Bewunderer? Amor hat viele Geheimnisse. Ja, vielleicht haben einige von euch einen heimlichen Bewunderer und wissen gar nichts davon. Und wenn du in irgendeiner Weise eine Frage hast, was die Liebe angeht, sag ich mal, dann ist die Antwort sicherlich. So, dann haben wir hier noch: Ich denke gerade an dich, ich liebe dich. Das ist doch eine telepathische Verbindung mit jemandem, vielleicht mit eurem Partner. Oder jemanden, den ihr kennengelernt habt. Und dann haben wir hier noch Liebe. Wenn Liebe die Antwort ist, wozu stellst du noch Fragen? Also wozu noch Fragen stellen? Ne? Ist doch eigentlich ganz eindeutig. Und die dritte, die gefallen ist, ist Überfülle. Eine große Liebe steht vor der Tür. Lasse sie herein für diejenigen unter euch. Das sind doch schon mal sehr schöne Botschaften, oder? So, dann habe ich wieder 3 übergreifende Botschaften für den Dezember gezogen aus dem Lenormand. Und dann habe ich hier aber diesmal nicht die Orakelkarten benutzt, die ich sonst immer nehme, sondern ich bin mal wieder zurückgegangen zum Tarot. Warum, weiß ich nicht. Die Eingebung kam mir einfach so. Und deswegen habe ich heute mal wieder die Tarotkarten. Oder eins davon. Ich habe ja mehrere Decks, aber diese hier gewählt. So, dann wollen wir mal gucken, welche übergreifenden Botschaften für euch nächsten Monat da sind. Da haben wir einmal den Blumenstrauß. Das ist schon mal eine sehr schöne Karte. Da kommt eine gute Nachricht. Ihr werdet beschenkt mit irgendetwas. Also irgendetwas kommt da sehr Gutes auf euch zu. Es kann auch eine gute Nachricht oder ein Brief oder irgendwie sowas sein. Dann haben wir hier das Schiff. Das Schiff redet ja davon, sag ich mal, dass man sich auf eine Reise begibt. Das drückt das ja hier auch aus. Dazu seid ihr ja auch aufgerufen, sag ich mal, über diesen Berg, der sich da vielleicht jetzt noch auftut, was euch belastet, drüber hinweg zu fliegen. Es kann auch eine Reise bedeuten. Selbst es kann natürlich auch sein, dass ihr eine Reise plant. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall seid ihr auf dem Weg. Das Schiff sagt aber auch, das ist keine schnelle Reise, sondern eine etwas längere Reise. Sagen wir das mal so. Also nichts Schnelles, sondern es geht langsam voran. Ne? So, und dann haben wir hier noch die Mäuse. Die Mäuse sprechen ja davon, dass man Ängste und Zweifel hat. Irgendetwas frisst an euch, was
vielleicht hier auch mit dem Feuer zu tun hat, wo ihr jetzt praktisch so aufgefordert seid, daran zu arbeiten. Und alles, was an euch frisst oder wo ihr schon wisst, das tut mir gar nicht gut. Ne, obwohl sie ja niedlich aussehen, unsere kleinen Mäuschen, aber sie nagen und fressen doch an sehr vielen Ecken herum, sag ich mal, wo sie nicht hingehören. Ja, und das gilt es eben zu bearbeiten. Sehr schön. Vielleicht werdet ihr auch aus den Ängsten in irgendeiner Weise rauskommen oder ihr arbeitet, wenn ihr daran arbeitet, weil ihr, hier bekommt ihr vielleicht auch eine Nachricht, vielleicht eine erlösende Nachricht. Wir gucken jetzt nochmal in die weitere Legung rein, was sich da sonst noch zeigt. Ich versuche dann da Resonanzen herzustellen. Wir fangen mal mit der ersten Karte an. Und da haben wir die Königin der Münzen. Die Königin der Münzen. Ja, Münzen haben für mich immer erstmal was mit Geld zu tun. Berufliche Sachen beziehe ich da auch oftmals mit rein. Die Königin der Münzen ist eine weibliche Energie. Spricht aber auch die Talente an, die man hat. Vertrauen, was man euch gegenüber bringt, sage ich mal, auch zu schätzen, zu wissen und zu bewahren eben auch. Dass ihr zuverlässig seid. Es kann auch manchmal eine bestimmte Frau betreffen, auf die man, die diese Eigenschaften in sich trägt, auf die man dann auch hören sollte. Sie steht auch für Treue, für sachlich, ne? Also sachlich, sag ich mal, vielleicht, dass ihr mit so einer Frau sprecht, die euch da definitiv weiterhelfen kann, ne? Also materielle Sicherheit eben auch. Ja, eine Bodenständigkeit ist da. Ja, also wenn ihr entweder es geht um euch selber, sag ich mal, weil ihr eben auch treu und so weiter seid, oder ihr habt mit so einer Person zu tun, der könnt ihr auch vertrauen, was sie zu euch sagt, und das solltet ihr euch eben auch zu Herzen nehmen. Wir gucken mal weiter. Dann haben wir hier ja die zwei der Stäbe, ne? Also zurzeit habt ihr da wenig Initiative, irgendetwas in Bewegung zu setzen. Ihr seid so ein bisschen lustlos oder auch gleichgültig. Vielleicht auch, weil ihr es einfach auch über habt. Deswegen fordert euch das Feuer ja auch auf, hier etwas zu tun. Das nämlich hinter euch zu lassen, nebeneinander herleben. Das kann auch die Liebesdinge betreffen, ne? Man ist gleichgültig, fehlende Bereitschaft, überhaupt irgendetwas zu tun. Vielleicht seid ihr auch nur einfach ausgelaugt. Kann alles Mögliche sein. Mal gucken, ob sich das nachher noch herauskristallisiert. Dann haben wir hier den Hohepriester, ne? Also den Überzeugungen, die ihr habt, treu zu bleiben. Kleinen Moment mal eben. Wir haben, aha, jetzt wieder Ruhe. Ihr seid da voller Zuversicht, sag ich mal, und auch eben Vertrauen. Ihr spürt auch so eine innere Sicherheit. Das ist schon mal alles sehr gut, muss ich sagen. So, dann haben wir hier noch die 8 Kelche. Das ist so ein schmerzhafter Abschied, ja, von Vertrauten oder was ihr bis jetzt kennt. Vielleicht habt ihr da auch jetzt bis jetzt immer an irgendwelchen Sachen festgehalten. Ihr wollt, wie gesagt, oder ihr merkt einfach, das bekomme ich jetzt hier so rein, wenn ich diese Kombination so sehe, dass ihr bestimmte Sachen einfach irgendwie, deswegen seid ihr so oberflächlich, ja, ihr versucht das so wegzuschieben, weil du sagst, oh, ich habe keine Lust mehr, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil da drehe ich mich immer im Kreis oder das tut mir auch nicht gut, ich will das jetzt nicht hören, irgendwie so in der Richtung, ne? Sondern irgendwie kennt man das schon, ja. Und deswegen auch ja, dieser schmerzhafte Abschied. Also ihr müsst davon Abschied nehmen, auch wenn es vertraute Sachen sind. Ihr sollt aber euren Überzeugungen treu bleiben. Weil das, was hier ist, das ist eine Sache, das hat mit euren Überzeugungen nichts zu tun, sondern das hat mit anderen Sachen zu tun. Auf der einen Seite haltet ihr daran fest, weil ihr euch jetzt keine Lust habt, darum zu kümmern. Ist einem ja auch manchmal so, wir sind sowieso jetzt momentan in schwierigen Zeiten und sagt, oh Gott, ich halte jetzt mal aus. Mir geht es im Moment übrigens ähnlich. Ich bin ja auch ein Feuerzeichen. Wo man dann sagt, meine Güte, wann geht das denn endlich mal vorwärts? Ich kann es nicht mehr hören. Versteht ihr? Vielleicht geht es euch genauso. Bei mir ist das arbeitstechnisch leider so.
Alle anderen Sachen sind bei mir okay, aber da geht es momentan, oder ich habe das Gefühl, es geht überhaupt gar nicht voran. Es gibt keine Bewegung in irgendeiner Seite. Das kann natürlich auch mit hier gewinnen. Aber man harrt so aus, weil man sagt, na, vielleicht man hat das Gefühl, da passiert irgendetwas. Und das schon eine ganze Weile, vielleicht geht es euch auch so. Und ja, man wartet jetzt eigentlich auf irgendwas, dass irgendetwas passiert. Ihr könnt es mir ja gerne mal reinschreiben, ob es euch eben genauso geht. Ja, wie gesagt, weil ihr seid ja auch ein Feuerzeichen und von so her können da doch schon teilweise auch die gleichen Tendenzen da sein. Ja, wir gucken mal weiter. Dann haben wir hier, guck mal, hier haben wir die 9 Kelche. Das ist eine gute, glückliche Zeit, etwas erreicht zu haben. Das lasse ich erstmal so in den Raum stehen. Dann haben wir hier den König der Münzen. Erreichtes, kluge und solide absichern. Das heißt, für mich, auch für euch, wird im Dezember definitiv etwas passieren. Hier spricht man von Tatkräftigkeit, fleißig sein, praktisch veranlagt, konsequent, realistisch. Also man macht sich da nichts vor, man ist diszipliniert. Ja, das ist so, das sind so Eigenschaften, sag ich mal. Teilweise ist man auch wirklich ein bisschen zu gutmütig. Ich muss mir da noch mal eben Reim drauf machen. So, ich lasse das erstmal so stehen. Hier eine Chance auf Glück. Aha. Ich habe ja jetzt kein bestimmtes Kreuz oder so ausgelegt, sondern ich interpretiere das so aus den Karten heraus. Hier haben wir das Ass der Kelche. Kelch steht immer für Glück ist, für Liebe, für Gefühl, die Kelche allgemein. Aber man ist da auch zuversichtlich. Deswegen sagt man, man weiß irgendwie, dass noch was passiert. Man hat das im Bauchgefühl. Ne? Deswegen hier auch auf diese Intuition hören. Ne? Man weiß es eigentlich schon die ganze Zeit, aber man kann nicht genau sagen, was da nun kommt. Aber man weiß, dass da irgendetwas kommt und darauf wartet man jetzt. Ne? Deswegen auch dieser Stillstand, dass man sich nicht bewegt und sagt, okay, ich halte das jetzt aus, irgendwie halte ich das aus, damit es dann eben auch weitergehen kann. Und jetzt im Dezember ist es soweit. Da könnt ihr alte Sachen hinter euch lassen, die vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft sind, aber die euch letzten Endes helfen werden. Bestimmte Dinge in eurem Leben einfach mal loszulassen, sie den Flammen zu übergeben, dem Universum, sag ich mal, zu übergeben und zu sagen, helf mir dabei, das loszulassen, also das Universum um Hilfe bitten, ne? Zum Beispiel. Dann haben wir hier die 8 Münzen. Guter Start, etwas aufzubauen. Genau, das zeigt mir, es geht vorwärts. Da wird was passieren. Und so wie es mir sich hier, weil wir haben hier schon mehrmals jetzt Münzen gehabt, geht es hier um die Arbeit. Liebesdinge glaube ich gar nicht mal so. Ihr seid mit Gefühl, wie gesagt, auch dabei, aber ihr steht da und wartet auf irgendwas. Ja. Auf was könnt ihr vielleicht noch gar nicht so genau sagen, aber hier kommt eine Nachricht, hier geht etwas vorwärts und diese Ängste werden dann vielleicht auch rausgehen, die ihr hier habt, ne? Das, was an euch frisst. Oder euch nervt, drücken wir es mal so aus. Ich nenne die Dinge ja immer ganz gerne beim Namen. Hier haben wir nochmal die Rückschau auf Träume, eben aber auch auf die Vergangenheit. Was ist da gewesen? Was hatte ich mal vor, Altes neu eben zu beleben? Einer alten Liebe wieder begegnen, da fallen die 6 Kelche auch. Also wir haben hier viele Kelche und wir haben viele Münzen. Muss ich dazu sagen. Ne? Vielleicht auch. Ja, ich weiß nicht, vielleicht wird auch irgendwas an euch herangetragen, wo ihr gar nicht mehr dran gedacht habt, was aber von der Vergangenheit oder aus der Vergangenheit nochmal zu euch kommt. Hm, irgendwie sowas. Dann haben wir hier, guck mal, schon wieder Münzen, 2 Münzen. Das heißt, ihr habt verschiedene Möglichkeiten oder ihr schwankt so ein bisschen hin und her, ne? So eine lockere Einstellung, so welchen Weg wähle ich denn nun? Aber ich glaube, ganz so einfach macht ihr euch das nicht. Also ihr seid schon anpassungsfähig, aber die 2 Münzen sprechen auch hier davon, dass ihr 2 Möglichkeiten, das heißt, ihr könnt wählen. Was davon ihr wählt, ne, das müsst ihr natürlich entscheiden. Was haben wir denn hier noch? König der Kelche. Guckt ihr es an, Münzen und Kelche bei euch. Gefühl und ich drück's mal fast aus Verstand.
Ja. Vertrauen. Vertrauen, Gefühl. Münzen sind für mich ja auch ein etwas Metallisches. Das ist immer sehr materiell. Vielleicht seid ihr auch materiell eingestellt. Das ist ja nichts Verwerfliches oder so. Vielleicht hofft ihr auch darauf, dass da endlich was losgeht, weil darum scheint es hier auch bei euch zu gehen. Also ich schätze mal, das geht hier um berufliche Sachen. Und ihr seid aber auch gefühlsmäßig damit, glaube ich, so ein bisschen verwurzelt. Und deswegen wartet ihr auch darauf, dass da irgendetwas passiert. So kommt mir das hier vor. Aber der König der Kelche spricht auch davon, dass man eben auf seine Gefühle achten muss. Und seinen Instinkten, Intuition, sag ich wieder, folgen soll. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst jetzt einfach noch ein bisschen warten, weil das Schiff spricht ja hier auch von einer Reise, einem, wo man hin unterwegs ist. Aber das ist eben kein schneller Galopp, sag ich mal, als wenn jetzt hier der Reiter oder irgendwas auftauchen würde. Oder irgendein Ritter oder so, den hatten wir bis jetzt hier nicht. Ja, dass ihr jetzt in dieser abwartenden Position einfach seid. Aber ich kann euch sagen, es geht im Dezember darauf, alles das, was nicht mehr zu euch gehört, was ihr nicht mehr wollt, einfach auch loszulassen. Und wir gucken jetzt mal auf die letzte Karte. Da haben wir den Stern. Ja, ich meine, was soll ich denn dazu noch sagen? Das wird in Erfüllung gehen. Ihr kriegt das hin. Da kommt definitiv etwas in Gange. Im Dezember, wir haben jetzt nochmal den Vollmond. Und im Dezember, wir wechseln ja jetzt vollständig in die Luftzeichen rein. Das heißt, dieses starre, erdverbundene, sag ich mal, wird jetzt zwar nicht hundertprozentig, wir sind jetzt momentan im Übergang, so sehe ich das, in dieses Luftzeitalter. Wir sind noch so ein bisschen mit dem Alten verhaftet, wir können uns noch mit dem Neuen nicht so ganz anfreunden. Obwohl wir als Feuerzeichen da doch schon aufgeschlossener sind, sagen wir mal, etwas Neues anzufassen. Also wir scheuen uns nicht vor neuen Dingen. Ja. Einfach mal wirklich hier über diesen Tellerrand drüber wegzugucken. Ne? Also im Moment habe ich das Gefühl, er wartet da auf irgendetwas, dass etwas passiert. Und im Dezember wird da was passieren. Und der Ausgang, sag ich mal, ist der Stern. Ne? Also Erfolg, glücklich, neue Hoffnung, die ihr schöpft. So sehe ich das. Ich werde jetzt mal speziell für euch aus einem ganz speziellen Kartendeck von mir nochmal eine Karte ziehen. Das habe ich noch recht neu, das habe ich auch noch nirgendwo vorgestellt. Bei euch mache ich das jetzt das erste Mal gerade hier, weil das, ja, weil das hier noch so ein bisschen... Vielleicht haben die verborgenen Welten für euch noch einen Hinweis. Ich frage mal eben. So, mein liebes Universum, meine lieben verborgenen Welten. Welche Nachricht habt ihr für die Löwen für den Dezember? Könnt ihr uns da noch was mitteilen? Eine ergänzende Nachricht, Botschaft. Für die Löwen. Und sitze ich hier so ein bisschen schräg. Ich stehe mal eben auf. Ich kann das manchmal im Stehen ein bisschen besser, weil ich sonst immer so um die Kamera herum arbeiten muss. Für die Löwen brauche ich eine Nachricht von euch. Für die Löwen und Löwe-Aszendenten für den Monat Dezember. Ich mache das mal so. Wir sind noch recht neu, die Karten, deswegen kleben die manchmal noch so an sich. Ich mache das jetzt mal auf eine andere Art und Weise und wollen wir mal gucken, was sich da zeigt. Was haben wir denn hier? Wir haben hier die Karte. Die sind wunderbar, wunderschön gezeichnet, diese Karten. Wirklich, also ganz, ganz toll. Und hier ist gefallen die Überreste von Lemuria. Bruchstücke, Erinnerung und Wiedergewinn. Genau, und darum geht das ja auch, sag ich mal, hier bei dem Feuer. Ich schaue da nochmal für euch nach, ob noch eine spezielle Botschaft mit dabei ist. Das schaue ich mal eben kurz in das schlaue Buch. Die
5 ist das. Die 5, da. Also, hört genau zu. In diesen verborgenen Welten, zwischen den Welten, werden die kostbaren Überreste des Landes Lemuria verwahrt, jenen Ortes, an dem die Menschheit ihren Anfang nahm und wo du viele Leben hattest als Gestaltwandler, Meerjungfrau, Luftwesen und Wesen in einer Haut. Die Überreste der verlorenen Lande senden ihre Energien aus an die Welt, die wir empfangen, sie in den Momenten, in denen wir von früheren Leben träumen, in denen wir uns flüchtig daran erinnern, wer wir einst waren, in denen wir entdecken, dass auch wir die Fähigkeit besitzen, zu heilen, zu hören, zu spüren und zutiefst mit der Welt der Natur zu kommunizieren. Wenn diese Karte zu dir kommt, dann nimm dir einen Augenblick Zeit und danke der Erde. Werde durchlässig und empfänglich für die Welt. Achte auf die Pflanzen und ihre Sprachen, die Vögel und ihren Gesang, die Verbundenheit vor allem mit allen und wisse, dass du ein Teil der Schönheit bist, die uns alle umgibt. Verbinde dich wieder damit und setze alles daran, dir deine Kräfte wieder anzueignen. Lasse deine Sinne weit werden und in der Welt eine vertiefendere, innovativere Art und Weise wahrnehmen. Die verlorenen Bücher von Lemuria sind deiner DNA eingeschrieben. Und wenn du dich, und sei es nur einen Augenblick, daran erinnerst, wirst du alles, was du alles bist, wird ihre Energie in die heutige Welt wieder aktiviert. Nicht mehr eine bloße Erinnerung, sondern in Form echter, dauerhafter Fähigkeiten. Sobald du dich ihrer entsinnst, kannst du sie dir auf sanfte, inspirierende Art und Weise wieder aneignen und sie reaktivieren. Wenn ich mich erinnere, reaktiviere ich. Und ich glaube, das hatten wir vorhin hier auch schon mit der Vergangenheit. Die Vergangenheit oder das, was ihr vielleicht mal an Wünschen oder Träumen in der Vergangenheit, irgendetwas wird sich da zeigen, wo ihr vielleicht lange nicht mehr dran gedacht habt oder das, ja, ich glaube, wo ihr lange nicht dran gedacht habt, das kommt jetzt mit einmal wieder hoch. Vielleicht Wünsche, vielleicht beruflich, was ihr machen wolltet oder eine alte Kraft, die ihr früher hattet, da wieder hinzukommen. Und dazu ist es natürlich wichtig, Sachen, die nicht mehr zu euch gehören, dem Feuer zu übergeben. Und dann werden sich da Sachen zeigen, deswegen hier auch diese Nachricht, damit hier diese Bewegungslosigkeit, diese mangelnde Initiative, diese Kelche, die ihr hier nicht sehen wollt, diesen schmerzhaften Abschied, dann kommt er vielleicht euch auch nicht mehr so schmerzhaft vor. Ihr habt mehrere Möglichkeiten, das kann ich euch sagen. Ich gehe jetzt mal auf die andere Seite. Eine gute, glückliche Zeit, gerade jetzt einfach mal wieder zu euch zu finden. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Diese Begeisterung wieder reinzubekommen, damit ihr euch auch wieder bewegt, ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber ich kann euch sagen, es wird gut ausgehen. Das werdet ihr nämlich hinkriegen. Hier haben wir den Stern. Und das ist die größte Karte für mich im Tarot. Meine lieben Löwen, ich kann euch nur sagen, macht euch auf den Weg. Ich wünsche euch einen fantastischen Dezember, ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und dann sehen wir uns bald wieder. Eure Prinzessin der Kelche. Bis dann, meine Lieben. Namaste.